Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Portal Knights. Hier ist mein Oberportal. Ja, die Brieze im Schlafanzug. Genau, die Kampf Schlafanzug. Guckt euch die Schleppe an. Wusch, 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 wusch. Ja. Keep wie der Wind. Wusch, 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 wusch. So geht das ganze Let's Play, Leute. Tut uns leid. Ja, wusch, 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 wusch. Nein, was machen wir heute wieder, Powerbrieze? Ja, und zwar, wie immer planlos geht er planlos, ne? Unser Motto hier. Nach den ganzen anderen tausend Motten, die Mottos, die wir so haben. Motten. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen diese Holzbrücken-Gedingsies da noch fertig. Und wir machen heute mal einen fetten Baustream. Einen kurzen Stream von so circa 20, 25 Minuten. Und zwar brauchen wir ein Lagerhausi. Weil so langsam kacken wir uns mit den Kisten im Haus zu. Oder im Turm. Und so für Kladderadatsch, so Ikea-Möbel und so, ne? Ikea-Dicke und so was, brauchen wir denn ja auch noch Kisten. Und Blöcke brauchen Kisten. Und Kisten brauchen Kisten. Und ja, was man alles so hat für Probleme. Und er hat sich gerade für ein Problem entschieden da hinten. Wollte gucken, ob der auch so aufsteht. Und rate mal. Yeah! Voll wegkloppen, den Typen. Voll, voll. Jetzt. Yeah! Tschüss! Ja. Also ich fange schon mal an mit den Holzbrücken-Gringsies, weil wir haben uns dafür ja in der letzten Folge was gebaut. Ich weiß zwar gar nicht mehr, ob das in der Folge war, aber... Ja, eventuell fällt hier euch schon was auf, was sich geändert hat. Das rote da? Vielleicht? Eventuell? Aber ich war's nicht. So. Nein. So, und hier oben haben wir denn auch noch so eine schöne Bergbänke. Auf was Rotes? Aber ich war's natürlich auch nicht. Nein, der TZ ist auch bekannt dafür, dass so Deko verrückt ist. Ja, ne, du warst doch im Ikea letztens. Glaube nicht, liebe Paul. Ja, und zwar können wir jetzt an diesem Tisch hier Brückenteile bauen. Haben wir mal so fett rausgefunden. Wenn ich sie denn hier finde. Wo war denn das verdammte Axt? Baumwolle? Nein, hier auch nicht. Oh, wir können hier Bett und Stühle und so und einen Hocker und so bauen. Ist cool. Oh, sogar ein Zaun. Wow, ein Zaun. Noch ein Tisch und Holzfenster und ein goldenes Ei. Und Holzbrücke, da ist das Ding noch. 12 Holz brauchen wir. Also 24. So. Haben wir schon Holz. Hast du den Auftrag erkannt? Sehr schön. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Holz in der Kiste? Ja. Müsste sogar reichen. Fragst dich jetzt so in welcher, aber das wäre nur... Wenn du runterkommst... Ja, genau, gefunden. Wo du stehst. Ich habe wie immer ein Auge. Ach, nein! Was denn? Ich hab beinahe abgeschmiert. Rezept für Narrenhandschuhe. Aha. Muss ich auch wieder raus? Will nicht unten bleiben. Über Power ist das ganze Holz verbrät, hol ich mal neues. Ja, ja. So gehört sich das auch. Narre. Oh, die Narrenhandschuhe sehen ja geil aus. Wir brauchen dafür bitte ein Energiekristall. Bitte mitbringen. Danke. Ein was brauchen wir? Ein Energiekristall. Was ist das? Blaues? Ist mir scheißegal, was das ist. Ich will's haben. Das hatte ich befürchtet. So ist sie, die liebe Powerwurzel in ihrem Turm, erteilt ihr nur Befehle. Ja. Da ist so ein Aufstand. Das ist der was Graube Buntes. Ich kläre das jetzt mal. Der Chef. Ja, ja, klär mal. Versuch mal dein Glück. Ich komme. Das ist so was Buntes, so ein Regenbogenblubber. Der wechselt da so seine Farben, der blubbert da so rum in Regenbogen. Alter, nicht. Keine Ahnung, wo ich das her habe, aber es war auf einmal da. So entstehen Abenteuer.
Das geht an die nicht. Das ist doch ein Skizziertisch, oder nicht, was wir jetzt haben, oder? Was ist denn das jetzt für ein Tisch hier? Ja, sollte sein. Ach, hä, jetzt geht's auf einmal. Ich verstehe das nicht. Okay, hat aber jetzt gefunden, so nobelt. Muss es nicht verstehen, das muss funktionieren. Ja, tut's beides. So, fertige Holzbrückenteile an. Hab ich gemacht. Tschüss. Ja. Mach alles weg, was ich gesammelt habe, so. Ja, mach das mal. Hast du diese Kiste gehabt, so? So. Ach nee, das Holz ist denn wieder in den. Da kommt das rein, da kommt das rein. Da kommt das rein. So, jetzt haben wir es. Da kommt denn das Holz rein wieder. Passt da nicht rein. Tschüss. Baumwollsetzling. Ich glaube, 150 Baumwollsetzlinge reichen, ne? Eventuell, ja. Denn, Jungs. Für einen sehr kleinen Garten. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich muss jetzt meinem Chef folgen. Achso, wolltest du nicht anfangen, sonst wegen Dings bauen? Dem Lager? Das ist falsch. Nee, das du Blubi! Tschüss, Blubi! Nee, das Blubi! Tschüss, Blubi! So, Mana Bäume. So, wer war das denn jetzt eigentlich mit dem... mit den Brücken. Überlässt mir den Bau des Lagers. Ja. Gefährlich. Kann ich ja, wollte ich sagen, kann ich eigentlich gleich nur bereuen, ne? Wollte gerade sagen, ich habe mir schon eine ganz doofe Idee. Ja, zumindest mal gucken, ob da überhaupt, ob wir überhaupt schon Steine basteln können. Erstmal brauchen wir eh ein Holzfundament. Du brauchst Holz. Ah, cool, ich habe gleich den richtigen erwischt mit dem Lager hier. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, Holzfundament. Ich meine. So, dann Holz die Brücke nie. Dann die Siebe nie. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Müssen wir das irgendwie noch drehen oder so? Nö. Das fällt doch bestimmt jetzt runter, ne? Tschüss! Oh, Mann ey. Wie setzt man das denn jetzt? So? Aber egal. Warum geht das so scheiße hier? Weil wir müssen ja kein kostbares Bauland dafür verschwenden. Okay. Ich verstehe nur Bahnhof. Irgendwie ist der Brückenbau da ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Hilfe, lieber Paulus. Naja, der Witz ist, du hast da so eine orange Markierung, wo du das einsetzen sollst. Ja. Sehr gut und schön. Hat sie ja gemacht. So blond ist sie denn ja auch noch. So, das hat sie also geschafft. Dann hast du ja das zweite Element, was du da einsetzen sollst, und da kam nur ein roter Blueprint. Das heißt, es ging nicht, weil da gar kein Platz mehr ist für so ein zweites Brückenteil-Element-Ding. Wo ich mir denke, so, hä? Wenn das da aber eingesetzt werden soll, hä? Warum geht das denn da nicht? Warum ist denn diese Stelle dafür zu klein? Also habe ich jetzt natürlich das Brückenteil, was ich hatte, abgebaut. Und so, wie ich es befürchtet habe, ist natürlich das passiert. Und zwar, mein Brückenteil ist runtergefallen. Und du musst ihn nach meiner Hause gehen, mir neue Brückendingsies holen. Und jetzt renne ich da nochmal hin, so richtig mit Blitzgeschwindigkeit, so wie ich hier gerade renne. Und versuche die Schüssel jetzt nochmal. Jetzt habe ich den Brückenteil-Dingsi-Bumsi ein wenig versetzt draufgepackt. Und ich befürchte jetzt, dass das nicht so richtig ist, weil das nicht in dieses Orange drin ist. Aber in diesem Orangen ist das zu kurz. Verstehe. Ich komm zu dir. Ah, komm jetzt mal. Vielleicht geht das jetzt auch so, wie ich mir das erhoffe und erdenke. Auch ein schönes Badi-Badi-Balushi von mir.
Atschminkschmalau auch an dich. Lerne die Sprache. Um dir Freunde zu machen. Jetzt ist gut. So viel kann ich auch nicht sprechen hier. Und es geht nicht. Oppi, oppi, opp. Guten Tag. Tag. Ja, so geht das nicht. Das Problem ist, wenn ich das jetzt abbauen will, fällt es runter. Oh ne, den habe ich noch auffangen können. Das ist schon mal gut. Die mein selbstgebautes Ding hier wegnehmen. Hast du das gebaut? Ja. Ich habe Angst gehabt, dass ich runterfalle. Ups. Ja gut, wenn ich das jetzt abreiß, glaube ich, fällt es gleich wieder runter. Nein, tschüss. Ja, aber da ist nur ein 6er-Teil. Also da sind 6 und wir haben aber nur Brückenelemente von 2 und dann passt das zweite da wieder nicht rein. Das weißt du, ab das sind drin. Kann man das abreißen? Toll. So viel dazu. Hey! Ich habe gedacht, das muss da dranbleiben, weil das ja angegeben war hier. Ja, okay. Redest du gerade mit ihm da? Ja. Siehst du wohl. Der Gegenmeister hat sogar jemanden in den Kerker geworfen. Kannst du dir das vorstellen? Jupp, da waren wir schon da. Gestohlene Waffen. Ja, toll. Wir haben jetzt immer noch eine Aufgabe, wo wir nicht wissen, wo wir das Ding finden sollen. Aber das finden wir auch noch raus. Durch das Portal hier sind wir aber auch noch nicht gejumpt, ne? Kann das sein? Nee. Ich glaube, durch dieses andere Portal, was da im Boden war, auch noch nicht, ne? Nein, wir sind schüchtern. Mann, ja, noch richtig viel zu tun hier. Aber erstmal ist der Blitz-Dings da dran, ja, komm. Yeah, Party! Tschüss! Oh, eine Blitzrolle. Eine Blitzrolle, das ist so unsett. Ab und ab und ab. Ach, ich gehe zu Fuß so. Ist ja leider nur einmalig, die Blitzrolle. Pada! Oh, oh. Oh, oh, oh. Ey, lauf nicht weg. Boah, jetzt hat er sich wieder aufgeladen, obwohl ich dabei war, ihn anzuschießen. Das ist ja voll fiesi-fies. Bitt dich nicht mit meinem Chef an hier. Yeah. Hallo, du denn, auch von mir. Ich mag die Sprache. Oh, Gott, so, ich... Mal sehen, wie lange ich so draußen rumlaufen darf dann noch. Auch mit weißer Jacke bestimmt eine Weile. Ja, das fürchte ich ja. Alter, 78 Schaden. Das lohnt sich. Tschüss. 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 Du brauchst das gar nicht versuchen. Gegen einen Zauberer im Schlafanzug kommst du gar nicht an. Hast du auch gerade Punkte gekriegt? Nein. Mist, dann warst du schon ein bisschen zu weit weg. Ja. Das ist ja, wie es ist. Kann man erinnern? Aber ist nicht weiter schlimm. Abbaust du hier hinten unser Lager? Ja. Anni wollte zwar ein Stück höher bauen, aber. Anni hätte ich gerne da oben drauf auf den anderen Zipfel gebaut, weißt du? Da drüben. Ach so. Und dann so. Riesengroß. Aber das ist mir zu wackelig. Da wären wir noch runtergefallen. Reicht das schon von der Größe her, liebe Powerwurzel? Naja, du weißt ja, dass wir nicht gerade in kleinen Dimensionen arbeiten. Genau. Also hau ran, die Scheiße. Genau, weil, wenn wir nichts haben, aber Erde haben wir. Jawohl, du kannst ja hier diesen Haufen hier auseinandernehmen hier. Ich nehme die auseinander, du Haufen. Gute Idee, was soll das hier? Ja, ich würde sagen, diese Folge wird wohl nur beim Fundament bleiben. Alles drum. Können wir uns überhaupt schon so eine Stein-Dingsies bauen? Eigentlich schon, ne? So eine Steinwände? Ja. Das hat eine schöne Range, das Bauen. Oh, na eine noch, komm. Was soll der Geiz? Und wenn er 1 sagt, meint er natürlich 3. So. Das schnell.
Jetzt bringt sie mich hier völlig aus dem Konzept. Gar nicht. Alia? Blub, 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 blub. So. Das sieht doch schon mal brauchbar aus. Und nach oben hin können wir immer noch. Ja, wird auch, denke ich mal, so kommen. So 75-stöckig oder so. Ein Hochhaus, schön. Jo, ich habe XP gemacht für nichts tun. Das ist mir auch immer am liebsten. So, einmal alles ripperipseln. So, dann gucken wir uns doch mal die Sachlage an. Was die Steineproduktion hier angeht. Guten Tag. Oh. So, Landeplatz brauchen wir nicht. Baumwollstoff brauchen wir jetzt auch nicht. So. Baue Steine ab. Im Schlafanzug, das macht mich platt. Muss ich gar nicht nach unten zu buddeln. Oh komm, First Person. Okay, muss man das am Schmelzofen machen? Deine wahrscheinlich ja. Komm her damit, ja. Nicht runterfallen, Steinis. Juhu. Das ist ja traurig. Oh, Dachziegel! Was für ein Ding? Ah, ein schlimmes. Was, bitte, liebe Powerwurzel? Dachziegel. Und Ruinsteinblöcke. Dafür brauchen wir Basaltstein. Ach, du grüne Neune. Gott. Ich meine, dafür, dass jetzt in unserem Bereich so wenig spawnen, ne? Spawnen jetzt alle woanders oder was? Weil hier ist alles voll. Ruinstein sieht auch gut aus, die Blöcke. Dachziegel. Dafür brauchen wir Wasser, Erde und Kohle. Das kann man ja dann fürs Dach nehmen. Unser Lager wird aus Holz, ne? Willst du nicht das auch auf Stein machen, so wie die Burg? Ich weiß, weil ich will das machen. Wir machen ihn aus rotem Teppich. Nein. Mann, oh. Oh, ich konnte mich durchsetzen. Tagebuch. Also wir können Strohblöcke machen, die sehen eigentlich auch ganz witzig aus. Oder Bambusblöcke, das sieht auch ganz witzig aus. Wir brauchen aber Bambus. Wo kriegen wir denn Bambus her, verdammt Dachs? Ist aus der nächsten Welt höchstwahrscheinlich. Und von da aus müssen wir ja. Oh, Ahnung, ich möchte den dunklen Holzblock haben, wenn denn. Da brauchen wir Kohle für, ne? Ja. Warum auch einfach? Aber der sieht cool aus. Wenn denn Holz, denn dunkel. Da habe ich schon wieder einen fetten Kompromiss geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen, aber... Blaue, ich verschwende hier gerade ohne die Steine. So, ich mache jetzt schon mal normale Holzblöcke. Dann brauchen wir nachher ganz viel Kohle, um veredelte zu machen. Weil wir brauchen 10... Was? Warum auch 10 veredelte und ein Kohle für einen Holzblock? Ach du grüne Neune. Ja, ja. Wenn du mal willst, kannst du mal so eine Hacke bauen oder sowas, was wir so nicht haben sollte. Eine Spitzhacke habe ich doch schon. Nee, so eine Gartenhacke. Achso, dafür brauchen wir Kupferbahn. Müssen wir noch haben. Wieso brauchst du denn eine Hacke jetzt? Dass wir Bäume pflanzen können langsam. Achso. Weil ich fürchte, bald geht uns das Holz aus. Ach, was, da täuscht. Wie machen wir das hier jetzt? Ich bin. Wir können das ja auch anders machen. Wir können ja auch diese dunklen Holzblöcke-Dingsies ja auch so als Rahmen verwenden. Weißt du, dass du sie so an den Ecken hast und so oben so als Rahmen? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall. Weil die sind in der Herstellung richtig teuer, weil du brauchst 10 Holzblöcke und ein Kohle. Wenn du das komplett machen willst, ist es richtig hart. Also. Da könnte man das ja so als Rahmen machen, so dass du das mit den dunklen als so ein bisschen so
dekorativ machst. So, halt. Gedicht. Das können wir machen. Bisschen Konturen reinbringen quasi. Genau, aber ein bisschen schick und einfach nicht nur so einen Holzblock da hinsetzen. Darüber. Na gut, ich warte dann erstmal auf diese Dinge. Wie sieht das aus, wenn ich hier so rumsehe? Ich glaube, Kohle haben wir doch eigentlich, glaube ich, sogar noch, ne? Ja, Kohle habe ich auch gerade gesammelt. Boah, 96 Kohle. Hier im Baurausch. Ach, gar nicht. Kohle ist alle. Also viel. Cool, wir haben sogar Strohblöcke schon. Mann, Mann. So, jetzt reden wir hier mal. Tag alles. Oh, da sind sogar noch 111 veredelte Holzblöcke drin. Da ich gar nicht so viel machen brauche. Wow, und Dachziegelblöcke haben wir auch schon. Wen haben wir denn das Dach abgebaut? Das habe ich abgebaut. Mein Haus da hinten kaputt ist. Ah, na denn. Ja, aber lassen kann. So. Kupfer, ne. Ruinsteinblock ist auch geil, aber wo kriegen wir Basaltstein her, verdammt Axt? Steinziegel. Die Bambusblöcke sehen auch dezent witzig aus. Hier nur ums Prinzip. Niemand hat hier was auf meiner Insel zu suchen. Jetzt können wir hier weiterbauen. Ja. Und das Wartlicht. Ja, wie viele? Ach nee, man kriegt... LOL. Okay. Vielleicht Planänderung. Aus die dunklen Holzblöcke, man kriegt davon sogar 10 Stück raus, wenn man auf Herstellen geht. Also... Ist nicht so teuer wie... Erwartet. Nein, ist jetzt doch nicht so teuer. Es ist quasi 1:1. Haust du da 10 Holzblöcke rein, kriegst du 10 dunkle Blöcke dadurch. Halt nur wegen der Kohle, ne? Genau, wird nur ein bisschen mit der Kohle eingerieben und das war's. Oder ist gerade im Angebot, man weiß es nicht. Ja, heute Rabatt. Wenn Sie 10 nehmen, kriegen Sie 20. Ja, wie machen wir das jetzt? Machen wir das normal als Deko oder wir machen Stein und Holz? Geht auch. Wow, komm weg. Oder wir machen Stein und verzieren das drumherum mit Holzblöcken. Mit den dunklen. Sieht da bestimmt auch nicht schlecht aus. Ja. Aber ich würde auf Holz gehen, weil Stein ist... Hast du gerade EP gekriegt? Ja. Gut. Dann habe ich... Aber ich muss den ranlocken. Okay. Ja, meinst du nicht, dass wir mehr Stein in der Umgebung haben als Holz? Noch ja, aber lange noch. Na gut, ich hab den jetzt erstmal. Weil dann kann das weg und dann das und dann das. So. Ich bin erstmal voll geblockt bis oben hin. Ach, du machst ja sogar schon Stein unten. Willst du einen Steinfußboden haben? Achso, ja stimmt, man macht ja nur den Fußboden. Ja, klar. Okay. Aber... 1, 2, 3, 4, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7. Ja, klar. So sieht das dunkle Holz aus. Das sieht chicky aus. Ja, ne? 3 oder 4 hoch? 4 ja. Am besten, wa? Was, wie geht das? Das ist ein blöder Mais. Ich hab's also. Befürchtet. Mann! Geh weg, du Block. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. Ich steine mir. Parat. Oh. Zack. Zack. Ich geh mal zur Kiste. Sag da mal nach. Mana. Jetzt hab ich ihn.
Vielen lieben Dank, lieber Paulus. Kein Problem. Wunderschön oben. Diese Steingedönsblöcke mache ich oben im. Die kannst du in der ganz normalen Werkbank machen. Manamana. 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 Hi. War was? Ich weiß nicht, warum du mich hasst, liebe Powerbritze. Naja, ich könnte dir so. Nein. 30 bis 100 Gründe nennen. Nicht. Oh. Warum kann ich denn das nicht? Kann ich ja wohl. Wir lieb haben, liebe Powerbritze. Wir sind die Zauberer im Schlafanzug. Ja, aber auch nur in diesem Spiel. Das, aber. Dann halte dich bitte auch an die Regeln. Oh Mann, oh, das sind aber Scheißregeln. Nein, und das S-Wort sagen wir auch nicht in diesem Spiel. Was? Schlüpfer? Genau. Nein, ich dachte eigentlich an Schlafanzug, aber. Oh ja, liebe Zuschauer. Ja, ihr habt gehört, ihr dürft nicht Schlüpfer sagen. Oder schreiben. Dann kriegt ihr gleich einen Instant-Bann. Aber sowas von. Weil das sind richtig böse Wörter. Aber Schlüppi, Schlüppi geht, Schlüppi ist süß. Ja, okay, das ist das Maximum. Okay. Kacke, ich brauche neue Blöcke. Guten Tag. Jetzt reißt er seinen Holzweg wieder ein. Muss alles harmonisch sein. Willst du dann dunkel in den haben? Du darfst gerne den Rand dunkel machen, wenn du möchtest. Den Rand vom Weg? Ja. Ja, warum nicht? Dann machen wir da, würde ich ja sagen, her da. Mais. Guck mal, der ärgert mich. Hier ist einfach so ein Weg. Oh. Eine Runde mit Lein. Oh. Okay. So, jetzt brauchen wir einmal da dunkle Blöcke. Lala. Aber man kann es kaum glauben, wir bauen mal in diesem Spiel mal was selbst. Ja. Ich dreh durch. Ja, ja, ja. Oh. Willst du den Boden jetzt auch noch irgendwie anders machen, weil du so eine Vierecke draus machst? Ja, irgendwie so. Roten Teppich? Warte mal kurz, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich finde ja den blauen Stein geil, aber wir brauchen da dieses blaue Zeugsi-Zeugs dazu. Das kriegen wir wohl wahrscheinlich gar nicht. Ja, der kriegt noch einen Dreh, wo man einmal Zauberer. Zack, zack, zack. Meine Fresse, der blubbert aber da oben. Komm mal her. Und ist das Problem mit zu viel Erde schon mal gelöst. Und das Kosten sind ja immens. Heißt das die Burg ab, da habe ich meine Steine. Die ganze Burg erstmal so verschwunden wegen einem Lagerhaus. Aber das wird in Ordnung, sie denkt sie also. Einfach mal die Burg versetzt. Gute Idee. Also der Weg, der sieht ja schon irgendwie ein bisschen funny aus, wie so ein Streifenhörnchen. Das ist unser Style, liebe Frau, so weißt du doch. Fang an, dieses Spiel zu hassen. Warum? Weil schon wieder meine Rohstoffe alle sind. Die Frage ist, wie wollen wir denn jetzt eigentlich die Tür setzen, dadurch, dass der Weg ja 3 breit ist und die Tür ja eigentlich nur 1 breit, glaube ich, oder? Ne, 2 breit ist die 2. Wie wollen wir die Tür denn jetzt setzen mit 3 und 2? Das ist ja voll asynchron, asymmetrisch. Wir brauchen doch keine Tür, ist doch ein Lager. Willst du da gar keine Tür machen? Ja, einfach reingehen.
Und nichts, wo wir Angst haben müssen. Meinst du? Ja, das sag ich mal. Zack. Und zack. So, ich baue das hier dann erstmal zu. Und später können wir ja mal wegen Fenster noch gucken. Wir wollen ja wenigstens auch im Lager wissen, ob das hell oder dunkel ist draußen. Ja. Das ist gerade so richtig schön spannend. Guckt einmal zu, wie man Blöcke setzt. Das muss ja auch gemacht werden. Ist denn gerade der Block gelandet? Oh. Ups. Komme ich da jetzt überhaupt an? Bestimmt nicht. Bin ja mal gespannt, ob die Bäume wachsen. Oh, nice. Tschüss. So. Hast du schon die Bäume gesehen jetzt? Ja. Dann sollten sie ja eigentlich wachsen. Fragt sich nur, wie lange es dauert. Ja. 50 Stück. Hast du gepflanzt? Ja, dann will mal sagen, Holzmangel werden wir erstmal nicht mehr haben, denn. Wenn es dann funktioniert. Ach, das wird schon. Bei uns funktioniert doch alles, weißt du doch. Ja, deswegen. Sehe ich uns schon die nächste Welt reisen, Holzboden. Ja. Aber das alles unten auf dem Meer, das Richtfest und so weiter, sehen wir alles in der nächsten Folge. Obwohl die Powerbrust ja nicht zu bremsen ist hier. Als ob ich hier mal irgendwie nicht zu bremsen wäre. Als ob. Oh nö, sie hat das Holzstück runtergeschmeißt. Ja, hab ich. Find ich damit ab. Das muss ich ja holen. Ach Mensch. Okay, da ist doch nur eine. Ja, dann passt das ja, ne? Da ist auch einer, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ach Mensch, TZ. Kommen Sie klar. Melde dich an, aber nicht. Ja, sensationell. Guten Tag. Tag. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8 Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Fenster. Ja, denn müssen wir wohl leider wieder so ein bisschen zum Ende kommen, würde ich sagen. Ja, bedauerlicherweise. Immer wenn es am schönsten ist. Das geht aber auch schon wieder so schnell. Gibt's doch nicht. Wir sollten dieses Prinzip für die Arbeit übernehmen. Ja, aber das ist genau da, wo es endlich klappt. Also mein Pausen funktioniert das wunderbar. Ja. Das ist wie so eine Stoppuhr, denn die ist. Ich kann mich die Minuten wegschießen. So. Ressourcen gesammelt. Wie viel Holz habe ich denn jetzt noch? Oh. Wow. Okay. Alle? Ja, so fast. In meinem Rucksack ist nicht mehr allzu viel. Aber wenn dann nachher die Kisten unten raus sind, aus unserem Eingang, da kann man ja wenigstens mal einen Stuhl und so hinstellen. Das ist doch schön. Oh, eine blaue Tür. Ach Gott, da braucht man eine rohe See-Saphir. Ernsthaft, ein Saphir für eine blaue Tür? Reicht da nicht einfach nur Farbe? Das ist kein Malerspiel, liebe Paul Rüssel. Denn muss es eins werden. Mann, die verlangen ja Sachen. So, jetzt machen wir ein bisschen abwinken hier Blöcke. Gut. Guti, dann würde ich sagen, die Werkbank, die rubbelt hier rum. Und wir kommen dann mal so dezent zum Ende. Ich will noch nicht nach Hause. Ist noch hell. Du musst aber Armbrot ist fertig. So. Ich will aber draußen spielen. Die anderen Kinder sind ja auch noch Gibt's alle. Gibt's nicht. Geh an den PC. So, wie sich das für heute gehört.
Ja. Dieses Rausgehen, ja, aber gar nicht. Was hast du denn hier für Schoten drauf? Tut mir leid. Mann, Mann, Mann. Gleich Hausarrest hier. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ja. Eine kleine Farm, da waren die Kinder auch mal draußen. Ja, weil die noch keinen PC hatten. Vermutlich. Aber ich glaube, selbst wenn die. Ach, Mann. Okay. Gut. Ja. Ich folge dem Beispiel, dem Powerwurzel, ich gehe nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Denn der TZ-Zauberer sagt jetzt gute Nacht. Mist, man hätte das von draußen sehen müssen, dann wäre es viel cooler gekommen. Was denn? Dass sich die Tür schließt quasi zum Ende vom Let's Play, weißt du? Aber es geht nicht. So zum Beispiel? Ja, musst du machen. Also, die Kinder, gute Acht. Der TZ sagt gute Aua! Voll gegen die Nase geballert, so war mein Plan. Das ist unser harmonisches Spiel. Ja. Da wisst ihr, da wollt ihr die anderen gar nicht mehr sehen, glaube ich. Da sind wir noch harmonischer. Bis mal vor Harmonie im Kreis bröckelt. Ja. Da sind die Sonnenstrahlen aus dem Arsch. Oh ja, da scheint die Sonne, wo sie sonst nicht hinkommen würde. Ja gut, dann will man sagen, so nebenbei sagen wir mal tschüss. Ja, Wiedersehen. Noch eine schöne Woche gewünscht und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch am Start seid. Ja, beziehungsweise auch gerne natürlich in einem anderen Chaos Let's Play. Genau. Einem anderen Harmonie LP. Das ist ein schönes Wort. Tschüss. Ciao.